Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben diese Pressekonferenz einberufen, weil wir Ihre Mithilfe benötigen. Simone Majol ist nun bereits seit 5 Tagen verschwunden und mein Kollege bringt Ihnen jetzt eine Schaufensterpuppe, der wir exakt die Kleidung angezogen haben, die auch Simone am Tag ihres Verschwindens getragen hat. Ihre Fragen? Ja, bitte. Sind Sie sicher, dass sie das getragen hat? Ja, ich bin sicher. Warum? Weil die Farben überhaupt nicht zusammenpassen. Was? Na, Sie wissen schon, blau und grün sollten höchstens in der Waschmaschine zusammengesehen werden. Hören Sie, es geht jetzt hier nicht um Ihren Modegeschmack. Der steht nicht im Vordergrund. Ja, bitte? Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie sie nicht schon seit den frühen 70ern vermissen? Vielleicht sollten wir uns etwas mehr auf die Suche konzentrieren. Ja, vielleicht sollten wir einen Funky Tone anfangen. Mit der Geschmacksverirrung hat sie sich wahrscheinlich auch von der Brücke gestürzt. Vielleicht vergessen Sie jetzt auch einfach erstmal diese Puppe. Konzentrieren wir uns auf das Auto, das sie gefahren hat. Ein VW-Bus, Baujahr 1977. Welche Farbe? Orange. Es gibt sehr viele Aspekte in meinem Beruf als Politesse, die ich sehr schätze. Ich arbeite zum Beispiel gerne für die Gemeinde. Das gibt mir einfach so eine innere Befriedigung. Jeden Morgen, da stehe ich auf und freue mich, zur Arbeit zu gehen. Ich meine, wer kann denn das schon von sich behaupten?